Ja, hallo. Nur noch ganz wenige Stunden bis zum Start der Funkausstellung in Berlin und ich bin ja wieder für Sie dabei als Video-News-Reporter mit meinem Kamerateam auf der Funkausstellung in Berlin, um die Neuheiten für Sie zu suchen und zu entdecken. Wir haben eine ganze Menge vor und auch vieles vorbereitet. Doch zuerst will ich Sie mal mit einem ganz banalen Thema vertraut machen, nämlich das Thema Kleidung. Wenn jemand vor die Kamera tritt, um etwas zu erzählen oder um mit jemandem ein Gespräch, ein Interview zu führen, dann ist es ganz wichtig, wie man sich kleidet. Sie kennen mich in den letzten Jahren meistens so als ganz neutral gekleideter Moderator mit einem meist irgendwie blau oder blau gestreiften Hemd, einem blauen Sakko und irgendeiner neutralen Hose. Dieses Mal machen wir das ein bisschen anders und ich will Sie mit einbeziehen in diesen Entscheidungsprozess. Was zieht der Moderator an, um Ihnen auch verständlich zu machen, auf was es dabei ankommt? Zum Beispiel darf man keine fein gestreiften oder fein gewürfelten, karierten Hemden oder Sakkos anziehen, weil das vor der Kamera anfängt zu flirren. Einige von Ihnen haben im letzten Jahr nämlich genau diese Erfahrung gemacht. Da hatte ich diese fein gestreiften Hemden an und ein guter Blu-ray-Player, der hat dieses nicht fehlerfrei wiedergeben können. Je feiner die Auflösung ist und je besser die Auflösung des Players, desto kritischer ist dieser Bereich. Und da hat es dann ein bisschen geflirrt. Um also erstmal die richtige Kleidung zu finden, bin ich in eines der führenden Münchner Fachgeschäfte gegangen, in der Fußgängerzone. Und hier ist meine Anprobe. So, hier sehen Sie jetzt die erste Kombination. Das ist also eine freche gelbe Hose mit einem blauen Hemd und einer schönen fashion gelben Krawatte. Ein bisschen mutig, viel mutiger als die Vorjahre. Schauen Sie, wie es Ihnen gefällt. Das Sakko ist übrigens Petrol. Ganz wichtig, die Sakkos dürfen nicht flirren, deswegen haben die kein richtiges Muster. Ein ganz ein feines Fischgerät, aber das kann man gar nicht wahrnehmen. Und gegenüber dem Vorjahr waren ja die Hemden immer gestreift und jetzt ist es einfarbig, dadurch gibt es da kein Problem. Die zweite Kombination ist eine bordeauxrote Hose mit einer rot gestreiften Krawatte, wieder das gleiche Sakko, hellblaues Hemd. Und hier die dritte Kombination, eine graue Hose, ausnahmsweise jetzt mit dem blauen Hemd, da gibt es aber auch ein graues Hemd dazu und auch wieder die rot gestreifte Krawatte. Ja, was gefällt Ihnen am besten? Naja, mutige Farbkombinationen werden Sie sagen, aber ich habe mich im Fachgeschäft beraten lassen und ich denke, ich bin gut beraten. Sie entscheiden jetzt mit, welche Farbkombination soll es werden. Und ja, Sie haben gesehen, ein großes führendes Bekleidungshaus hier in München. Es ist Hirmer, kauf was Gutes, geh zur Hirmer, heißt der Spruch seit über 50 Jahren. Ich habe hier als 16-Jähriger ein Praktikum gemacht. Als Läufer, da hat man also die gekaufte Kleidung für den Kunden zur Kasse zum Packtisch getragen. Ich glaube, das war so der Grundstock meiner beruflichen Karriere, denn da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass es schön ist, mit Menschen zu kommunizieren, zu sprechen und Kunden zu beraten. Das war einfach eine tolle Sache. Das ist davon übergeblieben. Also, Sie schreiben mir eine E-Mail an info@videoschule.de und stimmen mit ab, welche Farbkombination soll es sein bei den Video News. Nummer 16. Wir sehen uns. Bis morgen.